Aber vielleicht auch noch mal kurz zu den Ergebnissen dieser Arbeitsgruppe. Wir haben uns ausführlich in zwei Analysen dann auch noch mal mit der Entstehung, den Auswirkungen und aber auch der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise befasst und haben erstmal festgestellt, wie stark geschlechterspezifisch das Ganze auch noch verschärft worden ist durch diese Krise, geschlechterspezifische Probleme durch die Krise noch mal verschärft worden ist. Zwar durchaus in der Richtung, dass in den meisten Industrieländern, also insbesondere auch in Deutschland, zunächst die Männer stärker davon betroffen waren, weil es vor allem eine Krise der Industriearbeitsplätze war, trotz Arcandor, Opel, diesem Konflikt, was wir jetzt ja schon mehrfach hatten. Aber dass gerade jetzt, und da kam dann auch bei uns die Befassung mit den Sparpaketen rein, gerade jetzt sozusagen der Übergang dazu ist, dass insbesondere auch Frauen dann nochmal von Arbeitslosigkeit, Prekarisierung bedroht sind durch das, was an Sparpaketen ansteht. Wir haben das nicht nur für Deutschland, sondern haben da auch ein bisschen über die Grenzen hinaus geguckt, eben die europäischen Sparpakete, wo massiv in allen europäischen Ländern derzeit infolgen der Bewältigung jetzt der Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise eben Kürzungshaushalte sind, von denen vor allem Frauen in den sozialen und Dienstleistungsbereichen betroffen sind, von denen aber auch, die dann auch privatisiert werden, auch zulasten der Frauen, wo dann unbezahlte Arbeit wieder zunehmen wird, im Pflegebereich dann zum Beispiel auch und in anderen Bereichen. Wir haben auch noch mal ein bisschen genauer geguckt, was hat denn die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise, wie hat die da agiert, und haben dann auch noch mal sehr genau festgestellt, dass da, wo sie Aktivitäten in Richtung Konjunkturprogramme oder Ähnliches gemacht haben, dass die eben alle nur sozusagen auf Männerarbeitsplätze im Wesentlichen gerichtet waren und nicht, ich glaube, zu 72% eben auf Männerarbeitsplätze gerichtet waren und eben nicht auf Frauenarbeitsplätze. Das hat damit zu tun, dass die erstmal besonders von der Krise betroffen waren. Wir haben aber festgestellt auch, dass gleichzeitig die Prekarisierung und die Zunahme von geringfügiger Beschäftigung, von Teilzeitbeschäftigung, Minijobs und sowas bei Frauen ohne Unterstützungspakete, sozusagen da der Prozess informeller Arbeit, prekärer Arbeit etc. zugenommen hat, während bei den Männerarbeitsplätzen in den Bereichen trotz Konjunkturpaketen ein Beschäftigungsabbau stattgefunden hat. Wir haben aber auch gleichzeitig nochmal dargestellt, dass wir weitere Klärungen und Anschluss von Untersuchungen für diese geschlechterspezifischen Wirkungen und aber auch den Wirkungen von Mehrfachdiskriminierung, also zugespitzt mal der weiße Broker, der die Finanzkrise sozusagen mitproduziert hat, gegenüber der schwarzen Frau, die im Wesentlichen dann von der Kreditkrise betroffen ist und ihr Haus und ihr Lebensumfeld verliert infolge der Krise, dass man diese Mehrfachdiskriminierung auf jeden Fall da berücksichtigen muss und in diese Analysen sehr stark mit einbeziehen muss. Wir haben ja gestern Abend da angefangen zu diskutieren, das hat sich heute auch in vielen nochmal bestätigt, was gestern Abend vorgetragen wurde. Wir haben heute vor allem auch den globalen Aspekt ein bisschen stärker mit einbezogen in die Debatte und da auch in Richtung Programmdiskussion schon nochmal die Forderung erhoben, also im Programm oder im Programmentwurf. Kann man sagen, kommt die globale Frage, wenn dann vor, als eine Frage, wo man Solidarität mit den Armen in den Entwicklungsländern haben muss und dafür die Entwicklungsländer erhöhen muss, oder in der Kriegsfrage, was ja auch nicht unwichtig ist. Aber was wir vermissen, ist sozusagen ein strategischer Ansatz, wie man eben die globalen Wirkungen mit den nationalen Wirkungen und auch die Politik und auch die Gegenpolitik sozusagen miteinander verbindet, und zwar in der Frage eines strategischen Bündnisses. Frau Merkel beherrscht die globale Politik,
die Linke bleibt dann oft dann im nationalen Umfeld stecken und sieht diese Zusammenhänge nicht. Und das ist ein tatsächliches Problem. Das war ja heute Morgen durchaus auch schon mal Thema. Und insofern haben wir uns ein bisschen auch stärker mit den Auswirkungen auf Entwicklungs- und Schwellenländern beschäftigt der Krise, wo man sagen kann, dadurch, dass dort in diesen Ländern von vornherein sozusagen Frauen in Niedriglohnbereichen, auch in der Industrie waren die sehr stark direkt von Anbeginn an der Krise. Also die Zunahme von Arbeitslosigkeit, allein 10 Millionen Wanderarbeiterinnen in China, die vor den Werkstoren standen, direkt arbeitslos waren infolge der Krise. Die ganze Frage der Landwirtschaft, der Subsistenzlandwirtschaft, der Bäuerinnen, die infolge der Krise, der Spekulation etc. da direkt bedroht sind mit ihren ganzen Lebensgrundlagen und haben die Forderung von internationalen Frauenorganisationen, die zur Bewältigung der Krise dort auch erstellt werden und gestellt werden, haben die mit in die Debatte im Einzelnen dann auch angezogen. Wir haben festgestellt auch, dass man sich mehr vernetzen muss, Frauen mehr mit diesen Themen ansprechen muss, und wir haben festgestellt, dass selbst da, wo wir in einzelnen Forderungen, wie zum Beispiel Zukunftsinvestitionen in den sozialen Bereich zu verstärken, in den Bildungsbereich, wo viele Frauen ja auch arbeiten, und da eben den öffentlichen Dienst auch auszubauen, dass wir das machen, auch als Linke, ohne aber jemals zu erwähnen, dass das auch geschlechterspezifische Dimensionen hat. Das fällt immer runter, das wird von uns immer geschlechtsneutral behandelt, selbst wenn wir solche Programme sozusagen haben und solche Forderungen stellen, und dass man da auf jeden Fall was ran muss. Wir haben neben einzelnen Forderungen dann insgesamt auch nochmal die Frage 4 in 1 als Grundlage und Vision eben für anderes Arbeiten und anderes Leben und andere Verfügung über Zeit und auch für eine Auflösung dieser geschlechterspezifischen Arbeitsmärkte und der Zementierung, also Frauen in sozialen und Dienstleistungen, Männer in der Industrie und in hochwertigen Facharbeiterberufen, nochmal als Grundlage auch diskutiert, dass das nur über einen solchen Ansatz auch dieser Aufhebung möglich ist. Und wir haben zum Schluss nochmal die Frage gestellt, was sind denn jetzt die Chancen der Krise und wie wollen wir damit umgehen, und haben da nochmal ein Resümee gezogen, wo wir gesagt haben, wenn wir orientieren wollen, was ja auch 4 in 1 als Grundlage hat, dass auch eine andere Ökonomie sozusagen eine Ökonomie ist, die an Lebensbedürfnissen orientiert sein muss und nicht am Profit, dann brauchen wir dazu auch neue und andere Gegenmachtstrukturen und Gegenhegemoniestrukturen, in die auch Frauenorganisationen einzubinden sind. Sprich, wenn ich das Shareholder-Regime zum Beispiel in der Wirtschaft brechen will, dann brauche ich dazu Strukturen auch, die Gegenmachtstrukturen sind, die Wirtschaftsdemokratie bedeuten, in die auch Frauen dann mit einbezogen sind, damit sie ihre Interessen damit einbringen können, wie aber auch solche Fragen wie Stuttgart 21, wo ich sagen kann, nein, das überlasse ich eben nicht der repräsentativen Demokratie, sondern ich stelle darüber hinaus Anforderungen an Macht und an Machtstrukturen an den Grenzen des Kapitalismus entlang. Und da sehen wir auch jetzt in der Krise eine große, und in den Bewegungen, die im Moment stattfinden, eine große Chance, weil diese Krise, auch wenn sie jetzt vordergründig erstmal einen Aufschwung, durchaus wieder zu einem Aufschwung geführt hat und überwinden scheint, aber bei vielen Menschen eine tiefe Verunsicherung und Nachdenken auch hinterlassen hat, weil sie genau wissen, das kann von einem Monat zum anderen, können sie wieder in tiefe Probleme stehen, können sie wieder in dem Problem stehen, ihren Arbeitsplatz, ihr Lebensumfeld etc. zu verlieren, und dass wir daraus sozusagen jetzt auch eine intensive Debatte, Aufklärung, Debatte und eben solche Gegenhegemoniestrukturen entwickeln müssen. Das war's, glaube ich. An dieser Stelle die gleiche Frage wie vorhin. Gibt es von euch dazu noch Nachfragen oder Anmerkungen? Okay. Eine kleine Anmerkung. Du hast ja alles gesagt und
Da haben wir auch über Migrantinnen und über Flüchtlinge, Frauenhandel und über ganz viele andere Sachen, die auch betroffen sind von vom Sparpaket. Und das müssen wir nochmal sehen, dass das Diskriminierung, also die Schere auch bei der Diskriminierung richtig nicht auseinandergegangen hat, dass das auch zu Sprache kommt, dass wir auch stoppen können. Sonst irgendwann mal, dann ist es ja viel, die Welle ist groß und dann können wir nicht stoppen. Ich wollte nur ganz kurz sagen. Okay, danke, Aisha. Wenn es jetzt keine weiteren Nachfragen gibt, dann, ja, da hinten Sie sich noch eine, bitte. Ja, ich habe eine Frage zum Thema neues Modell, neues Wirtschaftskonzept und Integration der globalen Aspekte. Inwiefern überlegt ihr euch, wie ihr die internationalen Finanzorganisationen Weltbank und IWF, die ja das neoliberale Wirtschaftsmodell so sehr schön über den Globus hinweg verteilt haben, wie ihr diese beiden Institutionen in das Konzept mit aufnehmen, ja, das hätte ich einfach mal gewusst, ob ihr das macht und wie ihr das macht, einzuhalten vielleicht dazu. Ja. Danke. Eine Forderung der internationalen Frauenorganisation zur Überwindung der Krise ist gerade eine Verlagerung dieser Strukturen in die UNO und unter die UNO, aber verbunden auch mit einer Reform der UNO, weil dass sie sagen, wir wollen, dass wieder Menschenrechtsaspekte, soziale Aspekte, Genderaspekte dominieren gegenüber den Interessen von Konzernen aus Industrieländern und Finanzmarktakteuren. Und das sagen Sie, dieser Ansatz ist nicht in IWF und Weltbank, auch nicht bei G20 oder G8 vertreten. Die vertreten gerade die Interessen dieser Konzerne, sondern das muss in die UN verlagert werden. Und da muss es aber auch genderspezifische Strukturen zum Beispiel geben. Also es gibt ja in der UN die Stiglitz-Kommission, die zur Überwindung der Wirtschaftskrise diskutiert und auch Reformvorschläge macht, aber auch die ist sozusagen, ja, besteht im Wesentlichen aus Männern, da sind nur zwei Frauen drin. Die Frauenorganisationen fordern auch da, dass es spezifische Frauenteilhabe daran gibt und spezifische Frauenprogramme auch dabei gibt. Jetzt hier vorne noch ein Redebeitrag. Ja, vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass jede Frau sich kurz vorstellt. Also nur den Namen, damit wir auf wenigstens mal wissen. Gerne. Ich bin Anke aus Bremen und ich finde das eine ganz tolle Idee mit der UN. Und wie wäre das denn, wenn wir die UN quotieren würden, wenn wir das fordern würden? Und dann kommen wir noch hinzu, wer kontrolliert sie dann, ob sie das auch wirklich ausführen, was unsere Forderungen sind? Weil da würde ich mich glatt mit für einsetzen wollen. Mehr Mut, ne? Ja, klar. Mehr Mut. Ja. Ja. Weil das sind... Ich meine, das sind ganz tolle Sachen. Das sind ganz tolle Ideen. Und ich finde, es ist ja immer am einfachsten, oben an der Spitze anzufangen und zu verändern, als bei so einer Riesenbasis. Und wenn wir Einfluss haben, können wir uns ja engagieren. Also ich würde trotzdem sagen, wer in die UN entsandt wird, entscheiden ja im Wesentlichen immer die Länder, wer ihre Vertreter darin sind. Da kann man also jetzt nicht von uns aus sagen, die muss quotiert sein, sondern das müssen die Frauenorganisationen in den einzelnen Ländern müssen da gucken. Aber was wir unterstützen können, sind Forderungen, wie gesagt, und auch in unserem Interesse, also da diese gemeinsamen Forderungen, weil oft gleichen die sich wie ein Ei dem anderen, ja? Egal in welchem Land. Sind Forderungen zu sagen, in diesen Entscheidungsstrukturen der UN, da müssen spezifische Gender-Aspekte mit rein und auch Strukturen rein, in denen Frauenorganisationen entsprechend vertreten sind. Und entsprechend auch für die Kontrolle.